Und glaubst du, kennen Sie das auch, dass man weiß, man hat was gemacht und dann kommen einem aber doch Zweifel, ob man das auch wirklich gemacht hat? Ne? Ja, zum Beispiel, ich habe mein Auto in die City geparkt, abgeschlossen und bin dann losgegangen, um für Besorgungen zu besorgen. Und auf einmal, nach ein paar Metern, frage ich mich, hab ich auch abgeschlossen? Ne? Ja. Und obwohl ich mir eigentlich sicher bin, dass ich abgeschlossen habe, nach der Zweifel so lange in mich, bis ich so doof bin und nochmal zurückgehe, um dann festzustellen, dass ich natürlich doch abgeschlossen habe. Ne? Ja, wenn man das nur einmal macht, dann geht es noch. Aber ich bin so ein Kandidat, da kann es passieren, dass es 3 oder 4 Mal, dass ich da zurückgehe. Ne? Ja, und wenn meine Frau dann fragt, wenn ich zurückkomme, wo sind denn die Besorgungen? Dann kann ich nur sagen, Besorgungen, Besorgungen. Du bist vielleicht gut, ne? Sicherheit geht vor. Ich muss doch gucken, ob dein Auto zu ist, ne? Hör mal, dabei ist sie mit ihrer Herdplatten auch nicht besser, ne? Letztens, als wir in Holland waren, für ein langes Wochenende, Samstag, Sonntag, da habe ich aber einen Streifen mitgemacht. Meine Fresse, ne? Hör mal, wir waren gerade mal auf der Autobahn in Richtung Venlo. Da sagt sie, Herbert, hast du die Herdplatte ausgemacht? Ich sag, wie? Da musst du doch wissen. Du bist doch ständig zugange mit deinem Herd. Ich mach den noch nicht mal an. Warum soll ich den dann ausmachen, ne? Ja, ich weiß doch. Schau mal, ne? Hallo. Ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Ja, meine Frau hat sich von meinem Geld hat sich so einen modernen Induktionsherd gekauft, weißt du? Wo er alles mit dem Finger auf der Herdplatte bedient. Ja, was blieb mir anderes übrig, als auf der Autobahn zu wenden und zurückzufahren? Der Herd war natürlich aus, ist ja klar. Ne? Wir wieder los. Diesmal sind wir bis kurz nach über die Grenze gekommen. Da fing die wieder an mit ihrem Herd. Ne? Dass sie unsicher wäre, ob sie bei der Kontrolle nicht aus Versehen mit ihrer Flossen auf das Bedienfeld gekommen wäre und ihn angemacht hätte. Wollen wir, da hat die mich bekloppt gemacht. Ne? Dass wir echt noch mal zurückgefahren sind. Ne? Und als meine Frau dann zu Hause nach dem Herd gegangen ist, sag ich noch, Guste, nur gucken, nicht anfassen. Ne? Wir wieder los. Als wir dann tatsächlich spät nachmittags in unsere Pension eingescheckt hatten, sagte ich zu meiner Frau Gusti, ich gehe noch mal kurz raus. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Auto abgeschlossen habe. Ne? Komm mal. Weißt du was? Aber weißt du was? Da fing die schon wieder mit ihrem Scheißherd an. Ich sag, Guste, du hast den noch gar nicht angepackt. Da sagte sie, ja eben, das wüsste sie ja gar nicht, ob der heiß wäre. Ich sag, Guste, weißt du was, du kannst einen bekloppt machen, ne? Da meinte sie, da musst du gerade sagen, mit der ständigen Abschließerei von einem scheiß Auto. Ich sag, ja, wenn wir das scheiß Auto nicht hätten, dann könnten wir gar nicht hin und her fahren, um nach deinen scheiß Herdplatten zu gucken, ne? Boah, hör mal, da packen wir uns aber. Da hatten wir uns richtig in der Wolle, ne? Ja, das Ende vom Lied war, dass wir noch mal zurückgefahren sind, ne? Hör mal, dann haben wir zu Hause beide die Flossen auf der Herdplatte gelegt, ne? Damit er doch endlich klar war. Ja, war natürlich aus, ne? Ja, jetzt war das durch die ganze Hin- und Her-Gurkerei so spät geworden, dass das lange Wochenende gar keinen Sinn mehr machte, ne? Ja, allerdings mussten wir ja noch mal zurück zum Bezahlen und Auschecken, ne? Und unsere Koffer standen ja auch noch in der Pension. Und auf der endgültige Rückfahrt haben sie uns dann an der Grenze angehalten. Ja, wir wären auffällig geworden durch unsere ständige Hin- und Herfahrerei. Und ob wir Drogen dabei hätten, ne? Ich sag, ja, schön wär, ne? Dann wäre das Ganze ja besser zu ertragen. Hör mal, da haben die uns gefilzt. Bei mir haben sie dann in der Absatzsohle, das hatte ich gar nicht mehr am Schirm gehabt, aus den 60er Jahren noch so ein Knubbel Shit gefunden, ne? Guck mal, da haben die mir die ganze Karre auseinandergeschraubt. Jetzt schließt die nicht mehr richtig. Ich wär wahnsinnig doch. Wenn man das nur einmal macht, dann geht es noch. Aber ich bin so ein Kandidat, da kann es passieren, dass es 3 oder 4 Mal, dass ich da zurückgehe. Ne? Ja, und wenn meine Frau dann fragt, wenn ich zurückkomme, wo sind denn die Besorgungen? Dann kann ich nur sagen, Besorgungen, Besorgungen. Du bist vielleicht gut, ne? Sicherheit geht vor.
Ich muss doch gucken, ob das Auto zu ist, ne? Hör mal, dabei ist sie mit ihrer Herdplatten auch nicht besser, ne? Letztens, als wir in Holland waren, für ein langes Wochenende, Samstag, Sonntag, da habe ich aber einen Streifen mitgemacht. Meine Fresse, ne. Hör mal, wir waren gerade mal auf der Autobahn in Richtung Venlo. Da sagt sie, Herbert, hast du die Herdplatte ausgemacht? Ich sag, wie? Da musst du doch wissen. Du bist doch ständig zugange mit deinem Herd. Ich mach den noch nicht mal an. Warum soll ich den dann ausmachen, ne? Und glaubst du, kennen Sie das auch, dass man weiß, man hat was gemacht und dann kommen einem aber doch Zweifel, ob man das auch wirklich gemacht hat? Ne? Ja, zum Beispiel, ich habe mein Auto in die City geparkt, abgeschlossen und bin dann losgegangen, um für Besorgungen zu besorgen. Und auf einmal, nach ein paar Metern, frage ich mich, habe ich auch abgeschlossen? Ne? Ja. Und obwohl ich mir eigentlich sicher bin, dass ich abgeschlossen habe, nach der Zweifel so lange in mich, bis ich so doof bin und noch mal zurückgehe, um dann festzustellen, dass ich natürlich doch abgeschlossen habe, ne? Ja, nur gucken, nicht anfassen, ne? Wir wieder los. Als wir dann tatsächlich spät nachmittags in unsere Pension eingecheckt hatten, sagte ich zu meiner Frau Gusti, ich gehe noch mal kurz raus. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Auto abgeschlossen habe, ne? Nochmal. Weißt du was? Aber weißt du was, da fing die schon wieder mit ihrem Scheißherd an. Ich sag, Guste, du hast den noch gar nicht angepackt. Da sagte sie, ja eben, das wüsste sie ja gar nicht, ob der heiß wäre. Ich sag, Guste, weißt du was, du kannst einen bekloppt machen, ne? Da meinte sie, da musst du gerade sagen, mit der ständigen Abschließerei von einem Scheißauto. Ich sag, ja, wenn wir das Scheißauto nicht hätten, dann könnten wir gar nicht hin und her fahren, um nach deinen Scheißherdplatten zu gucken. Ne? Ich weiß so. Nee? Also, ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Ja, meine Frau hat sich von meinem Geld hat die sich so einen modernen Induktionsherd gekauft, weißt du? Wo er alles mit dem Finger auf der Herdplatte bedient. Ja, was blieb mir anderes übrig, als auf der Autobahn zu wenden und zurückzufahren? Der Herd war natürlich aus, ist ja klar, ne? Wir wieder los. Diesmal sind wir bis kurz nach über die Grenze gekommen. Da fing die wieder an mit ihrem Herd, ne? Dass sie unsicher wäre, ob sie bei der Kontrolle nicht aus Versehen mit ihrer Flossen auf das Bedienfeld gekommen wäre und ihn angemacht hätte. Wollen wir, da hat die mich bekloppt gemacht, ne? Dass wir echt noch mal zurückgefahren sind, ne? Und als meine Frau dann zu Hause nach dem Herd gegangen ist, sag ich noch, Guste, ne? Boah, hör mal, da packen wir uns aber. Da hatten wir uns richtig in der Wolle, ne? Ja, das Ende vom Lied war, dass wir noch mal zurückgefahren sind, ne? Hör mal, dann haben wir zu Hause beide die Flossen auf der Herdplatte gelegt, ne? Damit er doch endlich klar war. Ja, war natürlich aus, ne? Ja, jetzt war das durch die ganze Hin- und Her-Gurkerei so spät geworden, dass das lange Wochenende gar keinen Sinn mehr machte, ne? Ja, allerdings mussten wir ja noch mal zurück zum Bezahlen und Auschecken, ne? Und unsere Koffer standen ja auch noch in der Pension. Und auf der endgültige Rückfahrt haben sie uns dann an der Grenze angehalten. Ja, wir wären auffällig geworden durch unsere ständige Hin- und Herfahrerei.